Ja, heute habe ich ein Video für euch von Fabienne Debré. Sie ist Badmintonspielerin im deutschen Nationalkader und zeigt euch jetzt mal, wie sie zu Hause trainiert. Hallo Laura, hallo Stefan, hallo liebe Sportmacher. Da ja gerade alle Sporthallen geschlossen sind, musste ich mein Workout hier in den Garten verlegen. In meiner Sportart Badminton geht es darum, sehr, sehr schnelle Beine zu haben. Und deswegen trainiere ich sehr oft mit dieser Koordinationsleiter hier. Ihr braucht so einen Leiter gar nicht für zu Hause, sondern nehmt euch einfach ein Stück Kreide, malt euch 4, 5 Rechtecke auf den Boden und dann kann es auch schon losgehen. Wir fangen ganz langsam an mit der ersten Übung. Raus, rein, raus, rein, raus, rein, raus, rein. Nochmal langsam. Raus. Und wenn ihr jetzt merkt, dass ihr die Schrittfolge drauf habt, könnt ihr das Tempo auch leicht erhöhen. Hier ist eure Fantasie natürlich keine Grenze gesetzt. Ihr könnt verschiedene Schrittfolgen miteinander kombinieren. Ich werde euch jetzt noch einige zeigen und dann könnt ihr das alles selber zu Hause mal ausprobieren. Ich hoffe, ich konnte euch einige gute Ideen geben. Jetzt probiert es einfach mal zu Hause selber aus. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Zum Schluss möchte ich euch noch eine kleine Challenge präsentieren, die gerade bei uns Badmintonspielern sehr, sehr großen Anklang findet. Was ihr dazu braucht, ist einfach nur eine Tasse. Diejenigen, die zu Hause einen Badmintonschläger haben und ein paar Bälle, können die auch benutzen. Ansonsten nehmt ihr einfach einen Tennisball, einen Tischtennisball oder jeden anderen Ball, den ihr zu Hause findet. Wie ihr seht, ist es gar nicht so einfach. Vielen, vielen Dank für die tollen Übungen. Da bekommt die Teetasse doch eine ganz neue Bedeutung. Und wenn ihr Bock habt, es gibt noch viel, viel mehr weitere Videos mit tollen Workouts von tollen Sportlern und Sportlerinnen auf zdftv.de und in der TV-App.